Herzlich willkommen zu diesem neunten Video aus meiner Reihe Microsoft Excel 2016 erste Schritte und wir wollen uns jetzt mit dem Einfügen von Diagrammen beschäftigen. Ich habe jetzt hier auf diesem Tabellenblatt eine kleine Tabelle eingetragen, wo von der Stadt A, von der Stadt B Verkehrsunfälle dargestellt werden im Juni, im Juli und im August. Und die wollen wir uns mit einem Diagramm besser darstellen, übersichtlicher darstellen. Und so markiere ich jetzt in dem Fall hier diesen Bereich, den ich mit einem Diagramm darstellen möchte. Gehe dann zur Registerkarte einfügen und dann habe ich hier einige Möglichkeiten, hier etwas zu machen. Und ich lasse mich jetzt von Excel beraten. Hier steht empfohlene Diagramme. Und hier wäre mir empfohlen, zum Beispiel hier in dem Fall hier ein Säulendiagramm. Das ist doch hier dann die Beschreibung. Siehst du, wie es hier ausschaut? Das wäre jetzt in dem Fall ein Liniendiagramm. Also, du lernst jetzt hier gleich in diesem Video auch verschiedene Arten von Diagrammen. Wir haben ein Säulendiagramm, ein Liniendiagramm und dann hier nochmal ein Säulendiagramm, da ein Flächendiagramm. Also, eine Reihe von Möglichkeiten, etwas darzustellen. Diese Entwicklung würde hier dann in dieser Fläche besser dargestellt werden. Ebenfalls hier in diesem Liniendiagramm, wenn man die Werte besser nebeneinander dargestellt haben möchte im Vergleich dieser Städte, dann kann man hier so eine gruppierte Säule zum Beispiel verwenden. Nehmen wir das einmal und dann würde das hier dann dargestellt werden. Ich kann dieses Diagramm dann nehmen, kann es frei in diesem Tabellenblatt verschieben. Ich kann auch die Größe zum Beispiel verändern. Kann es unterhalb dieser Tabelle hier anordnen und kann dann auch hier zum Beispiel bestimmte Veränderungen vornehmen. Ich mache jetzt hier einen Doppelklick hinein und kann hier den Diagrammtitel dann verändern. Könnte hier jetzt hineinschreiben Verkehrsunfälle. Ja, und darüber hinaus könnte ich dann noch andere Einstellungen vornehmen. Hier auf der rechten Seite siehst du, was man hier alles machen kann. Ich kann hier sagen, keine Füllung zum Beispiel. Bei dem ausgewählten Bereich, den ich jetzt hier gerade habe, bei der Stadt B, einfärbige Füllung. Einen Farbverlauf könnte ich zum Beispiel darstellen lassen oder einfach automatisch das, was mir Excel dann dementsprechend dann auch vorschlägt. Ja, und so kann ich dann hergehen und könnte dann einzelne Bereiche dann verändern. Könnte hier zum Beispiel statt A andere Dinge machen, könnte auch dann zum Beispiel hier etwas löschen. Kann jetzt auch hierher gehen und könnte zum Beispiel die Werte in der Tabelle hier verändern. Also wenn ich jetzt hergehe zum Beispiel zur Stadt A, würde hier statt 234 nur 150 eintragen. Dann wird der Vorsprung praktisch hier, was die Verkehrsunfälle betrifft, geringer. Und wenn diese Werte dann auch geringer, wenn ich jetzt hierher gehe zum Beispiel, würde dann weniger eintragen. Dann würde das auch hier zurückgehen und es passt sich ja automatisch dann auch dann die entsprechende Darstellung dann an. Ich kann jetzt auch hierher gehen und dann, wenn ich nochmal zur Einfügung dieser Registerkarte zurückgehe, könnte ich dann auch direkt mir dann zum Beispiel überlegen, okay, welche Art von Grafik verwende ich dann hier zum Beispiel. Und kann mich dann in dem Fall dann nicht beraten lassen. Ich kann es dann hier zum Beispiel so darstellen. Kann es dreidimensional zum Beispiel wählen und habe dann hier ein andere Darstellung kann es auch dann wiederum weiter bearbeiten. Siehst du, ich habe gerade hier diesen Diagrammtitel nach rechts verschoben. Also ganz eine praktische Sache. Das in dieser unterschiedlichen Art und Weise die Daten, die ich hier dann mal gesammelt habe, dann auch sich zu merken und sie dann auch so gut darstellen zu können. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit.